meine Herren, wir kommen hier zurück. Wir sind hier auf einem Big Grill. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo meine Kopfhörer mir hin. Ich will die ganze Zeit da sitzen wie so ein Gollum. Also irgendwie sind meine Kopfhörer echt zu klein. Ich will als nächstes wirklich Funk holen, aber Funk ist ein bisschen teuer. Wie zumindest 500 Schaden und drei Gegner rausdrehen. Auf der Länge. Wir hatten bloß noch ein Fahrzeug dafür zur Verfügung, was laut den Regeln erlaubt ist. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier schaffen. Also es ist hier so ein ihr seht es ja schon, ein Death Run. Jetzt habe ich die falsche Richtung gedrückt. Jetzt brauche ich es nicht. Gut, schadenmäßig glaube ich, kriegen wir das relativ leicht hin. Und mit dem Drehen ist es natürlich so eine Sache. Da muss ich erstmal rankommen. Aber wenn ich rankomme, fliege ich eh nach hinten wieder. Und das ist sehr risky hier. In dem Rennen. Da habe ich hier fast einen rausgedreht schon mal. Er hat ein bisschen Kurvenführung. Platz 15. Ich glaube, ich muss Platz 10 irgendwie werden. Scheiße. Das ist doch schwieriger, als ich zuerst gedacht habe. Aber lieber mache ich eigentlich die Bonusziele nicht. Lieber werde ich hier weiter. Beziehungsweise komme ich in die nächste Runde. Aber das kann ich gerade auch schon vergessen. Dafür war ich am Anfang. Ja, lass mal lieber die Bonusziele als nächstes sein. Starten am besten gleich nochmal neu. Wir lassen die Bonusziele gleich fallen. Vielleicht können wir die 500 Schaden, aber das Drehen, das ist so eine Sache für sich selber. Und deswegen werden wir das wahrscheinlich lassen jetzt erstmal. So. Also ich komme gar nicht voran. Das tut mir schon weh ein bisschen. Ich kriege die noch nicht mal hier weggedreht, dass ich rauskomme. Wie gesagt, dann mache ich lieber mein Rennen hier fertig. Ich weiß ja nicht, ob ich als nächstes nochmal Bonusziel bekomme, andere, oder die gleich nochmal weitergehen. Zu langsam in der Kurve. Ich muss, glaube ich, Vieren noch überholen. Die tun sich, glaube ich, eigentlich hier gerade anbieten. Kriege ich locker ein, ah ja gut, zwei nur. So, jetzt bin ich schon mal in der nächsten Runde. Im Moment bin ich jetzt in der nächsten Runde wieder drin. Ja. Kann also noch ein bisschen Schaden machen, aber das ist ein bisschen riskant, weil die eigentlich mir sofort am Arsch hängen. 4 Sekunden, 3 Sekunden. Millisekunden, das sind ja Millisekunden, die hängen mir, eigentlich hängt der Motor schon in mir drin. Ja. Und sofort bin ich wieder rot. Gut, Ziel erreicht. Okay. Den ersten. Das erste Ziel erreicht. Das, wie gesagt, die Ziele sind mir gerade sowas von Schnurzpiep egal. Ich möchte hier lebendig in die nächste Runde kommen. Und nicht diese Runde schon rausfliegen. Ich merke bloß, mein Auto ist in den Kurvenfahrten richtig, richtig scheiße. Der Sieger ist jetzt schon durch. Wir müssen noch eine halbe Runde fahren. Ne, wir sind jetzt auch schon durch. Alter Spiele. Das war knapp. Das war richtig, richtig knapp. Das muss man schon sagen. So. Ja, Henny, nerv mich nicht. Ich bin hier gerade am Aufnehmen. So, nächste Runde. Wir haben immer noch die 500 Schaden und 3 Gegner rausreden. Das zählt also weiter. Wir müssen jetzt die nächste Runde wieder schaffen. Also wir fliegen gar nicht raus,
Wir fliegen aus irgendeinem Grund gar nicht raus. Ich habe gedacht, wir fliegen wahrscheinlich raus, aber wir müssen einfach bloß, ich weiß nicht, was der Sinn hier ist mit diesen. Das war jetzt natürlich mal Maskenbralage. Also wenn wir jetzt hier nochmal einen rausreden, in der letzten Runde nochmal einen rausreden, dann wäre ich richtig zufrieden. Das sieht gerade richtig mies aus, dass wir überhaupt noch irgendwie was sehen kriegen. Aber es sind noch 4 Runden, beziehungsweise 3 Runden. Nächster Wagen gedreht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was passiert eigentlich, wenn ich durchs Ziel mit Rot dort oben fahre? Also Position Rot. So. Weiter geht's. Ich bin gerade so richtig halb konzentriert. Vorhin richtig halb. Ich will es eigentlich nicht ausprobieren, was bei Rot passiert. Es ist schon ein schweres Rennen, ja. So, letzte Runde. Wenn man bloß in der nächsten Runde dann auf der Platzierung startet, das wäre gut. Aber sonst sehe ich gerade kein Sinn dahinter. Nein, 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 nein! Alter! Nein! Nein! Nein, nein! Oh, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Oder was ist jetzt? Also irgendwie geht's ja weiter. Aber die Frage ist, was? Also, wir sind raus, das war's. Scheiße. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt nur noch, wenn ich dann noch einen schreibe in den Kommentaren, aber mehr davon sehen wir das auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt der Mensch. Ciao, ciao.